Pförtner, Gittertor, Eingangskontrollen. So sieht es aus, wenn man das womöglich exklusivste Studentenwohnheim in Bayern betreten will. Regina Bichler, 26, aus Würzburg, ist eine von 50 Stipendiaten der Stiftung Maximilian Neum. Sie studiert Biochemie an der LMU im Master und will nächstes Jahr promovieren. Ganz nebenbei studiert sie auch noch Japanologie. Ganz klar Elite. Oh Gott, auf keinen Fall. Ich glaube, man hat von sich selbst damals ein anderes Bild oder eine andere Einschätzung. Und das Wort Elite, ich weiß nicht, das ist immer ein bisschen negativ behaftet. Das klingt auch so, als ob man arrogant wäre. Sehr bescheiden. Denn immerhin, ihr Abi machte die Würzburgerin 2010 mit 1,0. Hürde Nummer 1 im Aufnahmeverfahren. Es sind einige Hürden zu überwinden. Die Schule muss die Kandidaten vorschlagen. Es gibt eine Prüfung bei den Ministerialbeauftragten in den bayerischen Bezirken und dann noch eine abschließende Prüfung im Kultusministerium. Wenn man das alles dann geschafft hat, ist man einer von 50 Stipendiaten und darf im Landtag wohnen. Ich sage meistens, ich wohne in der Nähe vom Ostbahnhof. Streng genommen gehört Regina auch gar nicht zur Stiftung Maximilian Neum, wie sie uns in der hauseigenen Bibliothek verrät. Ich bin in der Wittelsbacher Jubiläumsstiftung, da die Maximilian-Neum-Stiftung selbst nur für Männer ist. Das liegt daran, dass zu der Zeit 1852, als die Stiftung von König Maximilian II. Gegründet wurde, nur für Männer war, da zu der Zeit ja noch gar keine Frauen studieren durften. Und es ist juristisch ein Problem und deswegen konnte man es nicht einfach auf Frauen ausweiten, als die dann auch studieren durften. Erst 1980 gründete Herzog Albrecht von Bayern die Wittelsbacher Jubiläumsstiftung als Zusatzstiftung für Frauen. Davor waren die nur im Frauenzimmer erlaubt. Die Mädchen, die seit 1980 aufgenommen wurden, konnten anfangs aus Platzmangel, möglicherweise auch aus moralischen Bedenken, nicht hier wohnen und waren bis 1994 in einem Internat untergebracht. Und die durften einmal die Woche kommen, am Sonntag, und haben in diesem Zimmer, das damals noch kein Partyraum war, dann gewartet, bis die Männer sie abgeholt und zum Mittagessen gebracht haben. Heute ist es aber der Partyraum und hier gibt es auch Bier. Denn laut Stiftungssatzung stehen jedem Studenten 1 Liter Bier pro Tag zu. Naja, das Bier gibt es, aber ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es jeden Tag trinkt. Eine Satzung, die gibt immer wieder auch den Zeitgeist wieder, den Geist der Zeit, aus der sie stammt. Damals war Bier gesünder als Wasser, heute sieht man es anders. Ein rundum sorglos Wohnheim, in dem man eher selten auf Politiker stößt. Im März macht Regina ihren Abschluss und verlässt das Wohnheim. Dann werden wieder neue Einser-Abiturienten nachkommen. Ganz im Sinne des Stifters Maximilian II.